kann das Präsidium fragen, wie es denn das bewertet, dass die Spielgebühren scheinbar inzwischen schon von Vollstreckungsbehörden vollstreckt werden. Jetzt habe ich Ihnen noch eine für die Habecker höchst erfreuliche und zugleich zukunftsweisende Nachricht mitteilen. Einige haben auch einen vom Asta wunderbar aufgefüllten Stempel mit geblendet. Umso mehr freue ich mich über das Interesse der Senatorin für Wissenschaft und Forschung von Frau Hofmann, die heute zur Eröffnung der Jahresausstellung anwesend ist. Zunächst deshalb erhält die Senatorin das Wort mit begrüßen mit mir ganz herzlich unsere Senatorin. Ich bin auch ein wichtiges Ereignis namens Fußball, wird uns ja heute hoffentlich auch noch in unseren Bann ziehen. Also alles Gute und herzlichen Dank. Ja, liebe Frau Gundelach, vielen Dank für das Grußwort. Nochmal schön, wirklich schön, dass Sie bei uns sind. Gerne zeige ich Ihnen im Anschluss beim persönlichen Rundgang die künstlerischen Ergebnisse. Vielleicht auch eine Currywurst und ein Bier beim späteren Halbfinalspiel natürlich inbegriffen. Denn ja, eine weitere gute Nachricht des Abends lautet, Fußball und Kunst sind sehr wohl vereinbar. Und das Spiel wird nachher an mehreren Orten im Haus übertragen. Unten in der Mensa. Im Innenhof. Und auch hier in der Aula Vorhalle. Liebe Gäste, Sie haben also keine Ausrede für ein vorzeitiges Gehen. Hinweisen möchte ich Sie noch auf Bars, auf den Fluren, sehr berühmten DJ. Drei Aktionen an diesem Abend. 7 Masterstudierende. Das Sonderheft zur Jahresausstellung. Genießen Sie die Sonderatmosphäre und haben Sie viel Spaß mit der Kunst und den Künstlern. Die Ausstellung ist hiermit eröffnet. Gesagt, dass ich hier zu Hause bin im Jugendstil und habe hier 19 Messerkunst studiert. Ich habe hier die Bombe überlebt.
Kollegin Philosophin, Mutter von zwei Kindern, vier Enkeln. Und habe hier studiert, jugendstilmäßig. Bin in Darmstadt geboren. Mehr geht gar nicht. Ich habe auch die Ausweise jetzt in der Tasche. Was Sie machen, das ist nicht gut hier. Wie bitte? Das ist, was Sie machen, also das ist nicht gut. Sie bildet sich immer aus, weil jedes Mal, wenn jemand redet. Soll ich Ihnen gleich dieses um die Ohren hauen? Nein, das soll doch, nicht. Das würde ich gern machen. Ey, nur zu zweit. Nochmal. Zu zweit. Darum muss sie enttäuschen. Ich muss sie bitten, den Raum wieder zu verlassen. Ja.